Lufthansa und die Gewerkschaften ringen weiter um ein Sparpaket für die angeschlagene Fluggesellschaft. Dabei stehen deutlich mehr Jobs auf dem Spiel als bisher angenommen. Aktuell wird der rechnerische Überhang von der Airline auf 22.000 Vollzeitstellen beziffert. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Nach Bildinformationen geht es dabei auch um tausende Jobs in Deutschland. 600 Piloten sind zu viel, 2.600 Flugbegleiter und 1.500 Bodenmitarbeiter, berichtet ein Insider. Ziel sei es jetzt, durch Kurzarbeit und Krisenvereinbarungen möglichst betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden. Man setze alles daran, mit den Tarifpartnern bis zum 22. Juni zu konkreten Ergebnissen zu kommen. Erste Folgen hatte die Schocknachricht aber schon. Zum Handelsauftakt am Donnerstag stürzte die Lufthansa-Aktie um mehr als 10% ab.